Leute, ich bin's Conny und heute spielen Victor und ich zusammen Pet Simulator Z und probieren richtig krasse Codes aus, mit denen man Huge Pets bekommen kann. Yeah! Ey, Ladebildschirm funktioniert sogar. Warte mal, ich kann mein Pet picken? Das ist ja wie Pet Simulator X. Ich nehme natürlich die Cat. Anton pickt den Hund. Was? Den Hund? Was soll das? Den Hund? Okay, ich pick den Hund. Was ist das für eine Frage? Na, bei Pet Simulator war das doch immer die Cat. Nein, Pet Simulator war immer der Dog. Bei Pet Simulator 1 war es der Hund, ja. Nein, bei Pet Simulator X auch immer der Dog. Warte mal. Schau dir meine Augen an. Ja, ich kenne deine Augen schon. Du starrst mich an. Geh weg. Warte mal. Oh, wir haben ziemlich viel Cash. Wie siehst du das? Wir haben ziemlich viel Cash. Warte mal, funktioniert das jetzt? Aber keine Gingerbreads leider. Warte mal. Ich hab nur Candy, ja? Das ist wie Pet Simulator. Das funktioniert jetzt wirklich wie das echte Pet Simulator, aber man hat Startgeld. Ja. Alles klar, aber man ist so langsam. Okay. Ja. Okay, als allererstes gönne ich mir hier X. Ich auch. Ich glaube auch das Golden Spotted Egg. Warte, ich mach kurz hier Auto-Settings an. So. So, ein Triple X. Perfekt. Let's go. Wieso kann ich nicht draufkicken? Ich kann da auch nicht draufkicken. Ah, Auto-Edge ist da noch so. Ach so, so. Ich verstehe. Und ich habe ein paar Pigs. Wir haben 15 Pets equipped. Okay, ich verstehe. Ich habe direkt 6 Pets gehatcht. Okay. So, okay. Ich hab jetzt 6 Pets hier. Warte, ich muss mal kurz die Soundeffekte leiser machen. Das ist mir ein bisschen zu viel. 3000 Robux für den Pets equip. Okay, Bruder. Oh, stimmt. Ich habe ein paar Codes vorbereitet. Ich erinnere mich, Anton. Oh, ich habe ja, ein paar Codes vorbereitet. Voll vergessen. Ja, warte, gib mir eine Sekunde. Ich habe die Codes. Also der erste Code, den du eingeben möchtest. Warte, ich seh dir einfach alle Codes. Okay, ja, der erste mir einfach alle Codes. Der erste Code ist free. Warte, ich finde gerade die Codes eingeben Sache nicht. Wo war das nochmal? Victor, wo gibt man Codes ein? Im Shop, wie in Pets Simulator X. Aber war das nicht immer ganz unten? Ich finde unten nichts. Nein, du bist in der Mitte. In der Mitte? Ja, über dem Booster. Anton, schau hinter mir. Okay, ich mach... Okay. Ich gebe die Codes ein. Ich hab mich Huge Pegasus, Anton. So, als allererstes gebe ich den Code free ein. Und bekomme ein Huge Gargoyle Dragon. Okay? Dann gebe ich den Code... Free Slots ein und bekomme Normal Huge Festive Cat, Normal Huge Pumpkin Cat, Normal Huge Frost Wyvern, Normal Huge Axolotl. Ich hab gar nichts bekommen. Egal, ich gebe jetzt erstmal den Code Talking Ben ein und bekomme einen Normal Ben. Ben, ich will auch Ben. Dann gebe ich natürlich noch den Code Rumbling in Caps ein und ich bekomme einen Colossal Titan. Und jetzt natürlich noch der Code No Bank. Und ich bekomme gar nichts. Ich habe Ben, Anton. So, warte, Rumbling. So, ich bin jetzt auch noch mal kurz Rumbling. So, was habe ich bekommen? Ich habe einfach die Titan aus Attack on Titan bekommen. Sehr stark. Und nochmal No Bank. Gebe ich auch noch mal kurz ein. So, da und perfekt. Ich habe auch keine Ahnung, was ich bekommen habe. Vielleicht ist da bei der Bank irgendwas, ne? Aber ich habe jetzt Ben, Anton. Ich habe Ben. Ja, also, ich habe auch ein paar Pets. Also Alter. Was war denn, Ben? Titan aus... Das ist gut, das ist ein Huge Pet. Das gefällt mir. Aber Victor, das Erste, was ich mache, ist... Ich gehe jetzt erstmal in die Settings und sage dann Pet Sending... Nein. Trading mache ich nur auf Friends. Pet Sending mache ich auf warte All. Warte auf mich, warte auf mich. Nein, warte auf mich. Ich kann mir das große Gras erkleisten, ja. Ich gehe jetzt zur Upgrade-Maschine. Ich werde das Schnellste sein. Ich spiele selber schneller durch als du. Oh Gott, der Kopf sieht von hinten nicht gut aus. Oh mein Gott, ich hab dich hops genommen. Oh nein. Ich hab dich hops genommen. Nein. Warum bist du hier... Ich geh mit alles. Du kannst nichts dagegen tun. Aber die haben wirklich den Code von Pet Simulator X gerippt und dann modifiziert. Also nicht nur die Map, sondern den kompletten Code gerippt. Ja. Nice. Alles genommen, einfach alles eins zu eins kopiert. Endlich ist das ein Pet Simulator, das Spaß macht. Perfection completed. Ich fahre hier jetzt durch. Ich spiele schneller durch als du. Hast du Bling Bling? Nein, habe ich nicht. Tja, ich habe Bling Bling. Bling Bling. Ich habe Bling Bling. Warte auf mich. Ha! Geh durch in die Tech Area. Hallo, wir müssen uns das Fantasy Area anschauen. Ich skippe die Fantasy Welt. Ich gehe direkt in die Tech World. Nee, du kommst jetzt in die Fantasy Area, Anton. Nein, ich muss das schneller durchspielen als du. Es geht hier darum, wer schneller durchspielt. Nein, du kommst rüber in die Fantasy Area jetzt. Komm jetzt rüber zu Cave Area. Du kommst jetzt rüber. Komm hier rüber. Okay, okay. Komm hier rüber. Warte. Warte, was? Glacier hier. Komm hier rüber. Ja, okay. Komm rüber. Ich warte. Ja, ich bin auch schon da. Ich kann dich nicht sehen. Ich bin auf dem Weg. Huge Dog. Huge Cat. Du Ehrenloser. Du Ehrenloser. Wollte ich nur mal gesagt haben. Du Ehrenloser. Wo bist du? Ich bin in der Fantasy World. Oh. Ich hab dich vorbeigeschlichen. Haha. Ich hab dich gar nicht gesehen. Okay, aber mir die Fantasy Area, Anton. Wir wird sogar geschossen. So, ich bin schon Heaven Island. Ich komme. Ich auch. Hey, wir sind voll gut in dem Spiel. Kann man enchanten? Man kann enchanten, funktioniert das auch? Es funktioniert. Er funktioniert alles. Das ist einfach straight up der Code gerippt. Also versuch mal zu enchanten, es funktioniert einfach. Das hätte Preston aus dem Spiel machen können. Aber nein, er hat es nicht gemacht. Ja. Er könnte einfach jedem alle Game Pässe schenken können, aber nein.
Ja. Er hätte einfach jedem unendlich viel Geld geben können. Aber nein. Wieso macht er das nicht, Anton? Ich weiß es nicht, aber ich habe die Welt bald durchgespielt. Das einzige Problem wird wahrscheinlich also das Portal dahinten. Ich komme jetzt erstmal in Pyrenex. Es sei denn, das Portal wurde wirklich komplett freigefreit. Warte. Ich kaufe mir gerade das Eck. Okay. Warte, bin ich gerade gelevelt ab, weil ich Ex geöffnet habe? Das wusste ich gar nicht. Man kriegt XP, wenn man Ex öffnet. Das wusste ich auch nicht. Mal was Neues gelernt. Das probieren wir mal aus. Oh ja, oh Gott, man levelt richtig auf. Oh mein Gott. Ja, eben. Oh mein Gott. Ja, eben. Was? Es ist echt insane, wie fit man auflevelt. Gut, Leute, es wird der Zeit, Anton, in die Tech-Area zu gehen. Ich glaube, wir haben genug uns angeschaut. Ich bin schon längst in der Tech-Area. Wieso funktioniert das eigentlich? Hör, echt? Ich warte auf dich doch hier auf der Tech-Area. Ich werde dich ich so fettig länger, machen. Ich bin schon länger als du in der Tech-Area. Ich werde dich so fettig machen, Digga. Ich werde dich so fettig machen. So, ich bin jetzt in der Tech-Area. Du wirst dir wünschen, Anton, niemals gestorben Sieg, zu sein. Anton, versuch mich zu finden. Versuch mich zu finden, Anton, wir spielen jetzt Hide and Seek. Nee, wir spielen jetzt nicht Hide and Seek. Wir spielen, wer das Spiel als erstes durchspielt. Nein, wir spielen jetzt Hide and Seek, Anton. Ich warte auf dich, dass du mich findest. Nein, please. Doch, doch, ich warte darauf, dass du mich findest. Anton, mal kommst du? Na gut, ich komme. Warte, Tech World, wo bist du? Tja, ich versteck mich vor dich. Du wirst mich niemals finden. Kannst du mir grob sagen, oh mein Gott, ich hab gerade Ben gehört, wie er Yes gesagt hat. Yes. Yes. Kannst du mir ungefähr sagen, in welchem Bereich der Tech World? Ungefähr oder genau welchem Bereich? Am besten genau. Dark Tech Area. Okay. Hey, man kann hier nicht rein. Nein, die Maschine ist gefixt worden. Ich bin nicht mehr in der Dark Tech Area. Ich bin jetzt in der Shop Region. Ich hab dich getrollt. Nein. Also ich bin bei der Shop Region und du? Ich bin in der Dings Area, in der Shop Area. Ja, ich versuche dir nachzukommen, aber wie soll ich das jemals schaffen? Jetzt bin ich in der... Warte, wie heißt die Area hier? Ich bin in der Tech City, Anton. Tech City. Versuch mich zu finden. Also ich mach gerade hier... Bist du out of map? Ja, natürlich. Okay. Ich versuche mein Bestes. Ich sehe dich da unten. Was heißt hier da unten? Da unten, ja. Nur weil ich klein bin. Wo ich oben bin. Ja, bist du. Aber schau mich da an, wo ich bin. Digga, Ben, hör auf. Es reicht. Er sagt gerade so, nee. Anton, ich sehe, was du da machst. So tust du gar nicht. Tja, Anton, ich mache jetzt Hide and Seek. Machst du gar nicht? Doch. Hör auf mit Hide and Seek. Hide and Seek ist illegal. Ich bin versteckt, Anton. Ich bin jetzt in der Steampunk-Area. Wie? Versuch mich zu finden, Anton. Bist du auf der Seite der Map out of Map, wo ich bin, oder auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite. Oh Gott. Okay, das reicht doch, wenn ich dich sehe, oder? Ja, es reicht, wenn du mich siehst. Ich sehe dich aber nicht. Ich glaube, es ist ziemlich einfach, mich zu sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das ist. Also es ist ziemlich einfach, mich zu finden. Ich schaff schon zu dir, keine Sorge. Ich brauche nur ein bisschen. Ich bin nicht so erfahren wie du in dem Bereich, dorthin zu gehen. Oh. Ich habe versagt, Victor. Ich meine, du kannst einfach zur Steampunk Area schauen eigentlich, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Dann sollst du eigentlich meine Pets sehen. Deine Pets sehe ich von Anfang an nicht. Wie gesagt, das war verbuggt, okay, dass ich die nicht sehe. Die werden nicht repliziert. Okay, dann nehmen es Moment. Tja, dann hören wir wohl auf, Anton, ne? Ich bin jetzt in der Dark Tech Area. Sieh mich. Was bist du Dark Tech? Ich bin gerade Steampunk. Okay, ich nehme jetzt meine Gifts hier mit. Bam, bam. Haben die irgendwas gebracht bei dir? Haben die bei dir immer funktioniert? Wo bist du denn? Wir spielen halt. Da bist du, ich sehe dich, Wurm. Ich sehe dich, Wurm. Ich sehe dich da vorne. Nenn mich nicht Wurm. Doch, Wurm, ich sehe dich da vorne. Ja, wo ich herkomme, nennt man dich Wurm. Ja, ich will. Victor hat einen Anfall. Bleib stehen, wo bist du hin? Hab ich gerade eben noch gesehen. Ich muss jetzt mal meinen Boost reinhauen. Zu gehen, Anton. Damit ich das Spiel schneller durchspielen kann als du, brauche ich die Boosts. Genau, brauche die Boosts. Was? Ich muss die Quests machen? Schlechtes Spiel. Ja, deswegen. Schlechtes Spiel. Hast du schon Spiele erlebt, wo du die Quests nicht machen musstest? Ja, das erste Pets war tatsächlich, was ich gespielt habe. Das, was fett gelaggt hat. Wo bist du hin? Ich bin Ex öffnen. Ich suche dich. Aber ich weiß nicht, wie ich Autohead ausmache. Hey, mein Sohn, wo bist du hin? Wo bist du? Bist du hier hin? Hallo? Du bist hier, ich hab's gewusst. Ja, ich versuch gerade irgendwie Autohead auszubekommen. Ich kann die Ex nicht öffnen, Anton. Ich kenn mich mit Autohead nicht aus, wie geht das? Das kann ich öffnen. Gar nicht, gibt's nicht. Aber, okay. Oh mein Gott, Anton, ich muss Ex gebannt machen. Das Spiel ist so viel verbuggter. Ich öffne einfach Eier, während ich Eier öffne. Was ist hier los? Was ist hier los? Anton, es gibt kein Ex-Gib. Es gibt kein Ex-Gib, Anton. Victor, doch, es gibt Ex-Gib. Guck dir das an. Oh mein Gott. Oh, ich bin pleite. Ich bin pleite. Bei mir funktioniert Ex-Gib aber nicht. Tja, dann hast du wohl nicht die richtigen Hacks an. Ja, hab ich nicht die richtigen Hacks. Weißt du was, komm, ich geh zur normalen Area, Anton, okay? Ich geh zur Shop-Region, okay? Denn, Anton, es gibt hier noch ein Portal zur Halloween-Event-Area, da geh ich jetzt hin. Nein! Ohne dich. Doch, da geh ich jetzt hin ohne dich. Und ich geh dahin ohne dich. Mal den Free Gift hier. Oh mein Gott, Eerie Egg, Anton. Oh mein Gott, schau dir das an. Warte, schau dir das an, Anton. Schau dir das an, das Eerie Egg. Das Eerie Egg. Oh mein Gott, Anton. Oh mein Gott. Warum oh heißt mein Ben Gott, eigentlich Anton? Rob? Was heißt er, Rob? Bei mir, nee, heißt, bei er mir Rob. Ist er Daisy. Ich dachte, er heißt Ben.
Ich auch eigentlich. Gut, ich werde jetzt Ex öffnen, Anton. Was wirst du machen? Was wirst du machen? Ich gehe jetzt auch dahin, wo du bist. Ich glaube, ich mache Auto-Hedge aus. Ich glaube, deswegen liegt das. Ich glaube, daran meine ich, liegt es. Ich weiß nicht, wie man Auto-Hedge aus- oder anmacht. Okay, jetzt weiß ich, was du meinst, Anton. Ich kann Ex öffnen, wenn das die Ex öffnen mit Auto-Hedge. Ja. Ohne Auto-Hedge, meine ich. Das mache ich gerade. Okay, oh, ich habe Wollshit. Oh mein Gott, die Halloween-Event-Map ist zurück. Leute, die Halloween-Event-Map ist zurück. Jetzt können wir endlich back in time, Halloween. Yeah. Ja, Mann, Leute. Und ich könnte eure Candy-Upgrades wieder abholen. Ja, jetzt erstmal hier wieder ein paar Mythical Pets hatchen. Wow. Das war gut. Schaut mal auf den Schaden, der ist doch voll hoch, oder nicht, für diesen Pets? 3,3b, ist das nicht viel? Für den Werwolf ist das viel, oder nicht? Nee, ich glaube, das ist normal, oder? Ich weiß, ich glaube, das ist viel. Hat Ben gerade gesagt. Ich kann deine Pets auch nicht mehr sehen, die sind aber weg. Tja, du kannst doch die Pet Collection sammeln, wenn du lustig bist. Ho, ho, ho. Es gibt einen Huge Score Bunny. Was ist bitte jetzt ein Huge Score Bunny? Es gibt eine super Huge. Warte, es gibt. Warte, Anton. Wir gehen zur normalen Welt. Ich glaube, es gibt das Pokeck. In diesem Spiel. Warte. Ich probier's aus. Knock, Knock. Funktioniert das? Nee, Knock. Ah. Warte, Knock. Knock, geht nicht. Schade. Wie kriegt man dann das Super Pokeck? Ich weiß es nicht, Mann. Vielleicht muss man, damit man Knock machen kann, erst irgendwas anderes freigeschaltet haben, wie den Trading. Eigentlich musst du nur, vielleicht brauchst du ja die Fantasy-Region oder sowas. Das kann ja auch sein. Egal, man kann nicht in den Trading Plaza in diesem schlecht. Also in dem anderen Pet Sword, was ich gespielt habe, kommt man in den Trading Plaza. Knock, wer ist da? Oh mein Gott, Master XXX. Als ob das jemand gesagt hat. Wow. Ja, schau doch in den Chat. Ja, ich hab's gesehen. Tja, Anton, würdest du das Spiel bewerten? Ich würde dem Spiel eine solide 3 von 10 geben. Warum nur so? Ich dachte, das Pet Sword ist besser. Du bist weg. Wo bist du hin? Ich muss die Mission hier fertig machen. Tja. Warum haben die Mission 3,3 Quadrillion? Ich werde es nie schaffen. Keine Mission für mich. Ey, aber die Kisten haben keine Collisions. Guck mal. Keine Mission für mich. Aber Victor, die Kisten haben keine Collisions. Naja, mit der 3 von 10 würde ich das Video abschließen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Abonniert auch gerne Roblox Victor. Bis dann und ciao!